Die CDU kämpft mit ihrem Image und weiß momentan nicht wirklich wohin mit sich. Auf jeden Fall weit weg von der AfD. Und dafür will Michael Kretschmer jetzt das Asylrecht neu auflegen. 200.000 Flüchtlinge pro Monat geht nicht, 200.000 pro Jahr sind sicher möglich. Ach so, ja, wie er auf die Zahl kommt, keine Ahnung, ist aber auch egal, denn wir haben Platz. Bayerns Ausländerbehörden arbeiten am Anschlag. Asylbewerber und andere Betroffene warten teilweise Monate auf ihre Bescheide. Das bayerische Innenministerium versucht dagegen zu steuern. Wenn man immer weiter aufnimmt, wird's irgendwann eng. Wer hätte damit rechnen können? In der Ausländerbehörde in Bayern gibt es teilweise gewalttätige Übergriffe, die Kollegen sind an der Grenze zur Überbelastung und die Telefone sind abbestellt. Aber sicher nur in Bayern, denn wie gesagt, wir haben Platz. Die Zahl der Gewalttaten an deutschen Bahnhöfen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Insgesamt registrierte die Bundespolizei 17.099 Gewaltdelikte. Das sind fast 29% mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019, berichtet die Bild-Zeitung. Verglichen mit 2021, als es wegen der Pandemie weniger Fahrgäste gab, stieg die Zahl der Gewalttaten um annähernd 40% an. Linke würden jetzt entgegnen, wer sagten, dass das Ausländer sind? Doch, das steht dann weiter unten im Text. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich demnach weit überproportional um Ausländer. 47% der mutmaßlichen Täter hatten keinen deutschen Pass. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei rund 14%. Also die Gewalt steigt immer weiter an, die Kapazitäten werden immer enger und Kretschmer fordert weitere 200.000 Asylanten pro Jahr. Wo unterscheidet sich die CDU jetzt nochmal von den Grünen? Die haben übrigens schon die perfekte Idee, um Kretschmanns Plan umzusetzen. Einfach Rentnern Steuervorteile versprechen, damit sie ihre Häuser räumen. Genial.